Die Ryzen 5 Serie von AMD galt schon immer für die preisbewusste Kundschaft als kleiner Favorit, zumindest als die Preise noch richtig attraktiv waren. Wie sieht also die Leistung zwischen den folgenden drei Ryzen 5 Generationen aus? 7600X versus 5600X versus 3600X. Solltet ihr überhaupt ein Upgrade in Betracht ziehen? Wie immer, angefangen beim Preis. Stand Februar 2023 legt man für den aktuellen 7600X zwischen 250 und 260 Euro auf den Tisch, während der Vorgänger 5600X uns nur noch 170 bis 180 Euro aus der Brieftasche lockt. Realistische Preise für den in die Jahre gekommenen 3600X werden heute bei mir keine mehr genannt, weil diese eben nicht mehr verhältnismäßig sind. Kerne und Threads. Auch hier muss wieder gesagt werden, dass AMD weiterhin standhaft bleibt und drei Generationen über mit einem 6-Kern- und 12-Thread-Layout fährt. Spezifikationen. Während sich zwischen den zwei AM4-Modellen eher wenig tut in Sachen Taktraten, wird beim Nachfolger auf AM5-Basis ordentlich am Takt gedreht. Leider spiegelt sich dies auch in der TDP wieder. Dafür aber sehen wir hier auch doppelt so viel L2-Cache und integrierte Radeon-Grafik beim aktuellen Prozessor. Test-Setup. Gemütlich macht es sich der 7600X auf dem ASRock B650 Pro RS Mainboard. Währenddessen haben 5600X und 3600X ihren Spaß auf dem ASRock X570 PG Velocita. Die Aufgabe der Grafikkarte übernimmt selbstverständlich meine übliche Asus RTX 3090 TUF Gaming OC und als Arbeitsspeicher auf dem AM5-System verrichtet der Kingston Fury Beast RGB DDR5 6000 MHz 32 GB CL36 RAM Treuedienste. Im Falle der AM4-Systeme ist es der G-Skill FlareX DDR4 3200 MHz 16 GB CL14 Speicher. Natürlich habe ich streng darauf geachtet, dass die Kapazität die Testergebnisse nicht beeinflusst. Taktraten. Zwischen 3600X und 5600X hat es einen kleinen Anstieg in der Taktrate gegeben, doch das ist nichts gegen die Steigerung, die wir seitens des 7600X bestaunen können. Von Generation zu Generation darf, was den Boost-Takt anbelangt, ein nennenswerter Sprung festgehalten werden, doch wenig überraschend liefert der 7600X einen Takt auf ganz anderem Niveau ab. Eine super steile Steigerung kann ich dazu nur sagen. Leistung, Produktivität. Losgelegt im Cinebench R23-Test. Von Zen 2 auf Zen 3 kommend ist eine Leistungssteigerung von 16% zu vermelden. Steil bergauf geht's mit 34% von Zen 3 auf 4 im Multicore-Test. Im Single-Core-Testlauf ist Zen 3 um 19% performanter als das Zen 2-Modell. 25% Zuwachs bringt dann Zen 4 gegenüber Zen 3. 7-Zip-Benchmark. Hier liegt ein 5600X aufgerundet 25% vor dem 3600X. Der 7600X dann um 28% vor dem 5600X. Sehr ähnlich setzt es sich im V-Ray 5 Benchmark fort. Zen 3 liefert 30% mehr Leistung als Zen 2 und Zen 4 dann wiederum 36% mehr als Zen 3. Im Corona Rendering Benchmark beendet Zen 3 den Testlauf 17% schneller als Zen 2. Zen 4 schafft dann ähnliche 19% kürzere Renderzeit im Vergleich zu Zen 3. Blender Open Data. Hier gelingt dem 5600X gegenüber des 3600X ein Vorsprung von 13%. Der neue 7600X distanziert sich hier aber mit gleich 43% Leistungszuwachs gegenüber des 5600X enorm. Etwas gemäßigter geht's im Handbrake-Test weiter. Zen 3 ist beispielsweise 14% flotter als Zen 2. 25% schneller verrichtet allerdings dieselbe Arbeit Zen 4 als Zen 3. Angekommen im Vegas Pro 20 Test ist Zen 3 in der Lage, Zen 2 um 17% abzuhängen. Deutlich einen Zahn zu legt wiederum Zen 4 und liefert 27% schnellere Arbeit als dessen Vorgänger Zen 3 ab. Gaming. Im Test 3D Mark Timespy überholt der 5600X den 3600X um 15%. Um wiederum 25% besser schneidet hier ein 7600X im Vergleich zum 5600X ab. Assassin's Creed Valhalla.
Wie mir in den vergangenen Vergleichen bereits aufgefallen ist, gibt es aus welchen Gründen dann auch immer zwischen Sen 2 und 3 praktisch keinen Unterschied in dem Spieletitel. Es überrascht somit nicht, dass Sen 4 mit gleich 50% Vorsprung gegenüber Sen 3 ins Rennen geht. Das wären ähnliche 47%, was die 1% Low-Ergebnisse betrifft. Weitergemacht im Titel Borderlands 3. Sen 3 bringt hier durchschnittlich 33% mehr FPS als Sen 2 und auch 28% bessere 1% Lows. Sen 4 legt dann im Durchschnitt noch 17% gegenüber Sen 3 drauf und 21% im Low-Bereich. Cyberpunk 2077. Offensichtlich steckt der 3600X hier schon knietief im CPU-Bottleneck fest. Mit dem 5600X gelingen daher schon 33% bessere Ergebnisse. Wir sprechen von einem Zuwachs von sage und schreibe 72%, was die Minimumwerte anbelangt. Krass. Nichtsdestotrotz geht es eben noch besser, was uns der 7600X auch deutlich macht, mit seiner 26% höheren Bildrate gegenüber Zen 3. Außerdem gelingt Zen 4 hier nochmal ein 55% Anstieg der 1% Lows. Ein ähnlich schlechtes Bild zeichnet sich für den 3600X auf Zen 2 Basis hier im Spiel Far Cry 6 ab. Auch hier haben wir es mit einem CPU-Bottleneck zu tun. So liefert Zen 3 schon 22% bessere FPS und 18% flüssigere Lows. Nochmal einen Tick zu, legt dann Zen 4 und bringt 25% mehr Leistung. Das wären sogar 34% in den 1% Lows. In Forza Horizon 5 ist Zen 3 im Durchschnitt 10% schneller unterwegs als Zen 2. In den 1% Lows wären das 15%. Zen 4 drückt auch hier erneut aufs Gaspedal, ist am Ende 19% flotter als Zen 3 und vor allem in den Lows mit 38% Vorsprung richtig am Rasen. GTA 5 lässt den 3600X wieder alt aussehen und im CPU-Bottleneck rumdödeln. Ein 5600X ist schon 38% besser, bringt auch 34% flüssigere Minimumwerte. Zen 4 ist gegenüber Zen 3 dann lediglich um 6% besser in diesem betagten Titel, holt mit einem 9%igen Leistungszuwachs in den 1% Lows auch nicht weit aus. Auch im Titel Horizon Zero Dawn lässt fast der Bottleneck im Falle von Zen 2 grüßen. Der Nachfolger Zen 3 zaubert schon 27% mehr Leistung und 16% höhere Lows. Respekt an der Stelle an Zen 4, dass hier durchschnittlich nochmal 24% gegenüber Zen 3 rausgeholt wird, sogar 35%, wenn der Blick auf die 1% Lows gerichtet wird. Etwas zahmer geht's dann in Metro Exodus zur Sache. Durchschnittlich weist Zen 3 von Zen 2 kommend einen 12%igen Leistungszuwachs auf, wenn es auch einen leichten Abfall der 1% Lows gibt. Das wäre nicht das erste Mal in diesem Spiel mit Zen 3. Wir sprechen von nur noch schlappen 6% Zuwachs, wenn die Durchschnittswerte zwischen Zen 3 und 4 verglichen werden. Wegen der Zen 3-Panne liest sich dadurch natürlich ein netter 35%iger Vorsprung in den 1% Lows aus. In Red Dead Redemption 2 liefert Zen 3 15% besser ab als Zen 2, bloß 2% Zuwachs im Low-Bereich. Im Durchschnitt läuft das Zen 4 Modell auch nur um 6% schneller als Zen 3, schafft in den 1% Lows auch nur 12% mehr als Zen 3. Rise of the Tomb Raider ist wieder eines der Spiele, die auf ein klares CPU-Bottleneck im Falle des 3600X hinweisen. Kein Wunder also, dass Zen 3 schon 30% mehr kann, dabei auch in den Lows 42% flüssiger rüberkommt. Von Zen 3 auf 4 kommend vermelden wir 19% mehr Bilder pro Sekunde und 22%, was die 1% Lows betrifft. Zu guter Letzt Shadow of the Tomb Raider und erneut kratzt Zen 2 am Rande des Bottlenecks. Zen 3 weist schon 32% höhere Ergebnisse im Durchschnitt auf, was sogar 37% im Minimumbereich wären. Zen 4 holt dann im Vergleich zu Zen 3 nur noch 12% raus, beeindruckt dann aber mit merklich höheren 1% Lows, die Rede ist von 47%. Gaming-FPS-Durchschnitt. Selbst in den durchschnittlichen Werten der 11 von mir getesteten Spiele zeichnet sich ein klares und eher negatives Bild für den 3600X ab. Hier riecht es förmlich nach CPU-Bottleneck.
Mit dem 5600X kommt man hier schon im Durchschnitt 24% besser davon und in den Lows 22%. Ein 7600X ist gegenüber des 5600X dann nur noch 17% leistungsfähiger, holt aber fairerweise gleich 29% flüssigere 1% Lows raus. Stromverbrauch und Temperaturen. Zweifelsohne geht hier die Effizienzkrone an den 5600X auf Zen-3-Basis. Er verbraucht um 11% weniger Strom als dessen Vorgänger 3600X, liefert aber spürbar mehr Leistung. Etwas negativ sticht dann der aktuelle 7600X raus, verbraucht gleich 45% mehr Strom als ein 5600X. Auch im Leerlauf gönnt sich Zen 4 fast 27% mehr Saft. Finde ich jetzt nicht so toll. Natürlich will ich darauf hingewiesen haben, dass sich AMD Ryzen 7000 Prozessoren noch ziemlich gut optimieren lassen. So konnte ich schon mit dem Flaggschiff 7950X ordentlich attraktivere Ergebnisse erzielen, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Dasselbe lässt sich genauso für die Temperaturen durchführen, denn ein 7600X läuft wesentlich wärmer als seine Vorfahren. Was natürlich den Stromverbrauch und die Temperaturen betrifft, wäre es natürlich in der Preisklasse umso ratsamer, zum Non-X-Modell des Zen 4 Prozessors zu greifen, also den regulären 7600 ohne X. Wenn man nicht selber manuell optimieren möchte, natürlich. Fazit: Unumstritten bringt der 7600X in so ziemlich allen Bereichen merklich mehr Power mit sich. Und ein Upgrade der CPU allein wäre jetzt gar nicht einmal so teuer, wenn dann nicht der Umstieg auf eine komplett neue Plattform wäre, die ein solches Vorhaben verhältnismäßig kostspielig gestaltet. Sieht man sich nun die Preise für ein anständiges AM5 Mainboard und dazu passenden DDR5 RAM an, kommt schnell eine beträchtliche Summe zusammen. Am Ende ist es also fragwürdig, ob es denn all die Mehrleistung wert ist. Bevor man also von 3600X oder 5600X kommend auf den 7600X aufrüstet, wäre es tatsächlich manchmal die Überlegung wert, innerhalb der AM4-Plattform aufzurüsten, um Kosten zu sparen. Jedoch muss hier noch das Thema 3600X angesprochen werden. Es reicht offensichtlich in so einigen Spielen bereits eine RTX 3090, um den 3600X in einen richtigen CPU-Bottleneck zu verwandeln. Die Zen 2 CPU bremst eine Grafikkarte dieser Leistungsklasse also nicht nur mehr auf Full HD 1080p, sondern ebenso auf WQHD 1440p Auflösungen aus. Einzig auf 4K UHD sollte er keine Spaßbremse darstellen. Der 3600X auf Zen 2 Basis ist also schon sehr grenzwertig, wenn man genau hinsieht und die bestmögliche Leistung rauskitzeln möchte. Mit dem 5600X Zen 3 Prozessor fahren wir aber noch ziemlich gut. Es geht zwar besser, doch so schnell bremst die CPU einen zumindest noch nicht aus. Kommt letztlich auf die Leistungsklasse unserer Grafikkarten an. Natürlich will ich niemandem vorschreiben, was und ob er oder sie aufrüsten muss. Das müsst ihr am Ende schon für euch allein entscheiden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.